Servus Leute und werte Austrian Own Community, mein Name ist SKR und ich melde mich zurück auf den Channel von Austrian Own. Ich muss ja mit Beginn gleich einmal entschuldigen, dass ich schon echt lange nichts mehr hochgeladen habe. Das letzte Video war das Dual mit Furlong Force und ich möchte mir jetzt wirklich bemühen, dass in Zukunft mal wieder regelmäßig Videos von mir auf den Channel kommen. Und ja, was habe ich euch mitgebracht? Und zwar eine KIM Striker spielt von mir mit der Remington R5 auf Strike Zone in Call of Duty Ghosts. Modus war Abschuss bestätigt und gespielt habe ich die Remington mit einem Schalldämpfer und der Magazinerweiterung, Perks, Fingerfertigkeit, Plünderer, Schnellziehen, Konzentration und Verstärker. Genau, das waren die Perks. Und ja, das ist auch irgendwie das Thema dieses heutigen Commentaries, und zwar, es geht so ein bisschen um diese Abschussserien, über diesen Chemschlag. Meiner Meinung nach ist ein Chemschlag einfach vielleicht noch mehr prestigeträchtiger als eine Nuklearmedaille in Black Ops 2, weil man auch so eine richtige Abschussserie erreicht. Man erreicht diese 24 Kills oder ohne Hardliner 25 Kills und dann hat man einfach diesen Chemschlag, der einfach die ganzen Gegner in die Luft jagt, der die Map verändert, der einfach eine geile Atmosphäre reinbringt, wo auch wirklich noch, wo man so richtig auch sieht, die Detonation. Und im Vergleich dazu, der 30er Streak in Black Ops 2, natürlich ist es allein von der Abschussserie höher. Du brauchst 30 Kills und hast dann eine Nuklearmedaille erhalten. Das stimmt schon, man braucht zwar 5 Kills weniger, aber trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass irgendwie so ein Killstreak, den man dann bekommt und den man einsetzen kann, wie so eine Nuke aus MW2 oder einem Moab oder Chemschlag, wie es jetzt in Ghosts ist, ist einfach noch mehr prestigeträchtig, weil man damit auch Kills bekommt. Und ja, gerade hier auf Strike Zone merkt man es besonders, dieses Phänomen mit dem Chemschlag, da man ihn einerseits leicht aus den Vorräten Kiste bekommen könnte, wenn man einfach den Feldauftrag als erstes erledigt und dann einfach die Vorräte bekommt und dadurch wird auch die Map verändert. Was da auch ganz besonders lustig ist auf Strike Zone ist, wenn man eine Double KM Strike einsetzt, dann ist die Map wirklich so dunkel, dass man fast nicht einmal mehr die eigene Hand vor den Augen sieht, weil einfach auch die Map einfach verdunkelt wird. Man bekommt einfach, die Gegner sind kurzzeitig oder eine Minute lang haben sie ein EMP. Und das ist einfach vielleicht noch mehr prestigeträchtig. Natürlich, die Entwickler von Black Ops 2, Treyarch, wollten es halt einfach nicht einbauen und haben dann einfach nur diese Nuklearmedaille eingebaut. Es ist klar, ja, und man kann natürlich auch behaupten, dass durch die 5 Kills mehr hat man noch mehr erreicht und ist noch besser. Aber trotzdem würde mir mal wirklich eure Meinung dazu interessieren, zu dem Thema, ob sie sagt, ja, eine Nuklearmedaille ist zwar nur eine Medaille, aber es zeigt schon von einer größeren Stärke, von einem besseren Spieler, wenn man dann 30 Kills in Folge schafft, ohne zu sterben. Oder dass ihr sagt, ja, Nuklearmedaille hin oder her, das sieht ja kein Gegner. Ich will eine Chemschlag sehen, das sehe ich als Gegner. Wow, das ist ein guter Spieler, sofern er es nicht aus einer Vorratskiste bekommen hat. Und ja, die Entwicklung, meiner Meinung nach, ja, das Feeling von der Moab in MW3, das war irgendwie so die Zeit, wo ich so richtig begonnen habe, mich mit der YouTube-Szene auseinanderzusetzen in Call of Duty. So diese Moab-Zeit, wo jeder dann gebettelt hat um die erste Double-Moab, um die erste Triple- oder Quad-Moab, die dann auch gefaked worden ist, oder die Penta-Moab, wo dann wieder fragwürdig ist, ob die nicht nur gegen Leute gespielt worden ist, die sich absichtlich umbringen haben lassen. Da ist dann auch so die richtige Szene entstanden, natürlich auch in MW2 mit der Nuke. Wer hat die erste Triple Nuke? Das ist dann einfach so entstanden auf YouTube, diese ganzen Beast Gameplays, weil man einfach sehen wollte, ja, wer hat die erste Double Triple Quad oder Penta oder Hexa Moab Nuke oder Chemschlag. Und ja, das hat sich einfach so entwickelt und darum bin ich halt der Meinung, ich bin halt der Vertreter, der sagt, ja, für mich ist einfach so eine Abschussserie, die man erreicht, noch mehr prestigeträchtiger, als irgendwie so eine Nuklearmedaille. In Black Ops 1 zum Beispiel, wenn man das vergleichen kann, gab es ja gar nichts derartiges, oder ja, da gab es einfach nur die Hunde auf der 10 mit Hardliner oder ohne Hardliner auf der 11 und dafür zählten dort einfach die Abschussserien da. Natürlich, zur Zeit von Black Ops ist noch nicht so viel Wert drauf gelegt worden auf wirkliche Beast-Gameplays, sondern mehr so auf ja, Hunde oder Just for Fun oder Sniper-Montagen. Das hat sich einfach verändert und ja, es würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu sagt, Nuklearmedaille oder Chemschlag Moab Nuke, ob ihr sagt, das ist mehr prestigeträchtiger.
Und ja, ich habe jetzt in meiner Zeit von Call of Duty Ghosts jetzt so um die 27 Chemschlags erspielt. Also bin jetzt bestimmt nicht der allerbeste Spieler, aber es macht mir einfach Spaß, sie einzusetzen, wie sich einfach dann die Welt verändert, beziehungsweise auch einen kleinen Vorteil für das eigene Team. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer SKR.